So, also jetzt gibt es wieder eine Quizfrage, ich habe fast vergessen, ist ja ein Brauch bei uns. Also, was ist super, was? Die wievielte Late-Night-Show ist heute? Jetzt haben wir es, gell? Jetzt hat's 17! Super! Der junge Mann hat gewonnen! 17. Show heute! Und hätten Sie es gewusst? Wir ehrlich gesagt auch nicht. Egal, es war wieder soweit. Und trotz einer so stattlichen Anzahl an bisherigen Shows gab es auch diesmal wieder was Neues. Denn eine Jazzband hatten wir bislang noch nicht. Und auch noch keinen, der ein Rechen als Instrument benutzt. Letzterer, das war der Daniel von Gnädel und Kraut, der zusammen mit dem Toni und dem Juri seine lachliederne Wirtshausmusi zum Besten gab. Inklusive eben jener kreativer Zweckentfremdungen. Das waren übrigens zwei Löffel, falls Sie es aufgrund der Geschwindigkeit nicht erkennen konnten. Und das Ganze ging noch spektakulärer. Und dieses schmucke Stück E-Gitarre hatte es sogar schon in die höchsten Volksmusikkreise geschafft. Du hast dafür einen Gabalier auch noch nicht gebaut, stimmt das? Habe ich was gelesen? Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Gabalier, und der bei seiner Tour jetzt dann spielt er das Instrument tatsächlich. Da habe ich so eine Heigabe-Gitarre gebaut. Deutlich ruhiger war dann der Kabarett-Teil des Abends. Der Oberbayer Stefan Kröll zeigte Auszüge aus seinem aktuellen Programm, in dem er sich fast komplett der bayerischen Landeshauptstadt widmet. Passender Titel: Projekt Minger. Und wenn man hört, da geht's ums Projekt Minger, dann weiß man schon, dass es eine Betrachtung von außen ist, vom Land, weil Minger sagen die Städter nicht, die sagen München. Gell? Wir sagen Minger, die Werdenfelser sagen Minker und die Niederbayern sagen alles Deppen. Und was jetzt eigentlich ganz anders klingt, ist im Prinzip eine kleine Liebeserklärung. Ich habe 2,5 Jahre in Minger in Heidhausen gewohnt und das hat mir so gut gefallen. Dann bin ich wieder heim, da wo ich halt jetzt lebe mit meiner Frau und mit meiner Familie. Aber die Stadt Minger war immer was Besonderes und jetzt mache ich dir ein Stück, erzähle ich ein bisschen was über die Stadt. Aber ich schimpfe nicht nur, also es gibt halt andere, die halt nur draufhauen, ist eine andere Form. Und zum Ende kam dann die Premiere, die erste Jazzband auf der Late-Night-Show-Bühne. Das Sitte-Zöllner-Trio brachte Songs zwischen laut und leise, mit teils virtuosen Einlagen. Konrad, Sarah und Moritz sind ein Geschwistertrio. Der Jüngste ist dabei erst 16 Jahre. Dass die Kollenburger gemeinsam Musik machen, ist kein Zufall. Ich wollte so ein Jazz-Trio haben, einfach ein typisches Jazz-Trio. Mir war scheißegal, ob wir vor 3 Leuten spielen, ob es überhaupt jemand interessiert. Und dann irgendwann habe ich keine Leute mehr gefunden. Ich bin den ganzen Landkreis abgefahren, also wirklich bei uns hier überall, und habe mit Rentnern zusammengespielt. Also ich habe praktisch Rentner-Casting gemacht, weil ich mir dachte, okay, Rentner, die haben Zeit. Aber da ging auch nichts zusammen. Irgendwie habe ich keine gescheiten Leute gefunden. Und dann ein wenig aus dem Frust raus habe ich gesagt, ich habe ja 2 Geschwister, jetzt lerne ich den Instrument. Es war mal wieder eine bunte Mischung. Da sind wir mal gespannt, welche Premieren bei der nächsten Late-Night-Show am 12. Mai auf uns warten.